Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute frei, deshalb werde ich euch einfach noch meine gestrige Partie vom Metropa Cup zeigen. Das bietet sich ja an und ja, ihr schaut immer ganz gern aktuelle Analysen, also auch von meinen eigenen Partien. Deshalb glaube ich, dass ich das, ja, dass das eine gute Idee ist. Wir spielten gegen die Slowakei und ich spielte mit Schwarz gegen Susanna Hagarova und sie startete mit E4. Und es war mehr oder weniger absehbar, dass wir Knight auf Mitläufer G5 bekommen. Und weil ich bereits vor, ja, knapp 2 Jahren gegen sie gespielt habe und auch da Knight auf Mitläufer G5 kam und die Eröffnung sehr, sehr gut für mich lief und ich auch recht problemlos gewinnen konnte, haben wir uns entschieden, das zu wiederholen. Also es war recht klar, es wird jetzt nicht genau die gleiche Variante kommen, sie wird irgendwas anderes spielen. Aber sie spielt ganz gern die Nebenvarianten und ja, Weiß hat natürlich auch ein bisschen Risiko in diesen Stellungen. Okay, ich spielte E6. Und sie spielte Dame D3. Das ist eine der Varianten, die sie am häufigsten gespielt hat. Gegen mich beim letzten Mal hat sie Dame E2 gespielt. Aber auch Dame D3 haben wir erwartet. Ich spielte Springer D7, lange Rochade und B5. Hier, ja, vielleicht kleine Info zwischendurch. Also es ist recht wichtig, wenn man so früh B5 spielt, dass man möglichst den Läufer noch nicht auf E7 hat, weil dann diese Gabel mit Springer C6 auf die Dame und den Läufer recht unangenehm ist, weil man möchte eigentlich ungern diesen Läufer abgeben. Wenn der Läufer noch nicht auf E7 steht, ist aber Springer C6 natürlich kein Problem. Und ich denke, dass Weiß hier A3 spielen sollte, obwohl das auch nicht so richtig im Sinne der weißen Eröffnung ist, aber ich vermute, das ist der beste Zug. Sie spielte F4. Den haben wir auch noch vorbereitet, und zwar B4. Man greift hier sofort den Springer auf C3 an, was dann direkt dazu führt, dass Weiß irgendwie Probleme auf E4 kriegt, wenn dieser Springer wegzieht. Und deshalb entschied sie sich auf F6 zu schlagen. Den hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, aber okay, Springer schlägt F6, sieht sehr logisch aus. Und Springer E2. Okay, Läufer B7, das greift den Bauern an. Und hier spielte sie E5, das war mir auch in der Partie absolut klar als kritischer Zug. Ich hatte aber auch noch überlegt, was passiert zum Beispiel nach Dame B3. Das hat zwei Ideen, also einmal den Bauern auf B4 nehmen. Das ist jetzt normalerweise nicht so kritisch, weil das öffnet natürlich auch den Damenflügel. Aber in dieser Stellung kann auch Dame A4 mal eine Idee sein, denn irgendwie steht der König noch etwas luftig und ich schaffe es nicht so schnell zu rochieren. Aber ich denke, man kann hier einfach den Bauern schlagen und nach Damenschlägen B4 kommt Turm B8. Und normalerweise, wenn man einen Zentralbauern gegen diesen Flügelbauern tauscht, ist das gut, insbesondere weil hier der Flügelbauer auch eigentlich den weißen König eher schützt als alles andere. Und Dame A4 ist auch gar kein Problem, weil dann kommt Dame D7. Und auch im Endspiel ist natürlich dieser Zentralbauer sehr viel wert, deswegen ist das kein Problem. Und ich nehme an, genau deshalb entschied sie sich für E5. Ja, und hier habe ich geschlagen und Springer E4 gespielt. Das möchte er jetzt ausnutzen, da so F2 eine ziemlich große Gabel droht. Zwei Türme und die Dame werden angegriffen, das heißt, Weiß muss reagieren. Und hier folgte Dame E3. Ja, ich habe hier Dame B6 gespielt. Die Idee ist es im Prinzip einfach, diesen Springer zu fesseln und aus der Gegenüberstellung mit dem Turm rauszugehen. Vielleicht wäre es sogar etwas genauer, mit Läufer C5 zu starten, denn natürlich fesselt das auch den Springer. Der Punkt ist, dass wenn Weiß Springer G3 spielt, dann ist nach Springer schlägt G3, H schlägt G3 im Prinzip erzwungen, weil nach Dame schlägt G3 Läufer D4 und zum Beispiel Dame F4, um den Läufer zurückzugewinnen, hat man Läufer schlägt B2. Und hier kann man jetzt leider nicht auf D1 nehmen, wegen dem Abzugsschach, aber man kann einfach die Dame wegziehen. Man hat einen Bauern mehr und das sieht super aus für Schwarz. Das heißt, ja, Springer G3, also man muss dann mit dem H-Bauern schlagen, aber dann kann ich natürlich immer noch Dame B6 spielen und das scheint die etwas bessere Version zu sein. Ich habe aber mit Dame B6 angefangen, der ist auch nicht schlecht. Und nach Springer G3, Springer schlägt G3, Dame schlägt G3, ging so ein bisschen die Probleme los. Hier war das Hauptproblem, dass ich wusste, meine Stellung ist gut, aber es gibt auch sehr viele Möglichkeiten für Schwarz und es gibt sehr viele vielversprechende Möglichkeiten für Schwarz. Ein großes Problem hier war, ich wusste nicht so richtig, in welche Richtung ich rochieren will. Denn okay, es ist klar, wenn ich irgendwie kurz rochieren will, muss ich wahrscheinlich mit G6 Läufer G7 spielen und Weiß wird dann mit H4, H5 anfangen, mich anzugreifen. Vermutlich nicht so schlimm, aber irgendwie nervig. Und ja, was kann man noch machen? Man kann lang rochieren, aber ich war mir auch nicht sicher, ob ich das sofort machen will, weil hier nach der langen Rochade Springer B3, Turm schlägt, König schlägt und zum Beispiel G6 ist das Problem, dass nach Läufer D3, Läufer G7 und Turm F1 ich eigentlich lieber den König auf G8 hätte und eben den Turm auf F8. Weil der F7 angegriffen wird, ich verliere den jetzt nicht sofort, aber der Druck ist eben da und das ist ein bisschen nervig.
Deswegen dachte ich, okay, vielleicht kann ich mit Turm D8 anfangen, weil jetzt ist Springer B3 im Prinzip erzwungen oder irgendein Springerzug, auf jeden Fall tauscht sich der Turm. Und hier kann man G6 spielen, den Läufer nach G7 stellen und rochieren. Und so im Nachhinein muss ich sagen, das ist ziemlich sicher einfach die praktisch beste und vielleicht auch die objektiv beste Möglichkeit. Der Punkt ist einfach, wir haben hier einen Turm getauscht, Weiß hat die schlechtere Struktur, Schwarz hat das Läuferpaar und der weiße König ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen schwächer auf D1, als der schwarze auf G8 sein wird. Und ja, mit einem Turm weniger ist natürlich auch schwieriger, den Angriff so durchschlagend zu gestalten. Ich habe mich aber entschieden, erst G6 zu spielen, einfach weil ich mich noch nicht festlegen wollte, ob ich kurz oder lang rochiere. Läufer D3 und Läufer G7. Und hier folgte H4. Ja, und hier kam so ein bisschen das nächste Problem. Wieder, es gibt eine ganze Menge interessante Möglichkeiten. Auch hier war wieder Turm D8 ein Kandidat, aber okay, nach Turm D8 dachte ich, okay, ich habe den Einzug vorher nicht gespielt, warum sollte ich den jetzt spielen, ja? Also der Springer kann weggehen, um zum Beispiel den E5 zu decken. Und ja, ich kann hier Dame A5 spielen, aber so lohnt sich das wirklich. Ich war nicht so überzeugt, man kann so spielen, aber ich glaube, es ist nicht das Beste. Dann hatte ich überlegt, den E5 vielleicht direkt anzugreifen. Also einmal mit Dame A5 und einmal mit Dame C7. Und Dame A5 hat leider den Nachteil, also erstmal, es greift natürlich E5 und A2 an. Und wenn ich einen davon nehmen kann, dann wäre das super. Aber plötzlich knallt es auf E6 rein. Und nach F schlägt E6, Läufer schlägt G6. Schlägt König F8. Turm D7 zum Beispiel ist plötzlich schwarzmatt. Das wollte ich nicht, deswegen war Dame A5 raus. Und ja, Dame C7 habe ich am Ende in der Partie gespielt und auch hier im Nachhinein, hier kann Schwarz einfach rochieren. Ein wichtiger Punkt am Zug Rochade ist, dass es hier keinen Abzugsschach mehr auf B5 gibt, das heißt, jetzt hängt der Springer auf D4. Nach Springer B3 kann ich H5 spielen, weil jetzt steht der Springer recht weit weg, deswegen ist das Opfer auf G6 hier kein Problem mehr. Und nach Springer F3 kann ich einfach schlagen. Wenn die Dame schlägt, dann hängt der Bauer auf E5. Das ist ein recht wichtiger Bauer, weil der öffnet natürlich auch die Diagonale nach B2. Und wenn der Bauer schlägt, dann habe ich Dame E3 Schach, kann mit der Dame auf E5 nehmen. Und ja, das sollte eine gute Stellung sein. Hier war ein bisschen das Problem, ich wollte mehr. So, dieser Bauer hat mir nicht gereicht, das ja, war einfach nicht ausreichend. Deshalb habe ich Dame C7 gespielt. Das war im Prinzip ein Versuch, einfach sehr, sehr clever zu sein. Der Punkt ist, Weiß muss jetzt den E5 decken und nach Turm HE1 dachte ich, okay, jetzt rochiere ich, weil natürlich sieht dieser Angriff mit H5 viel weniger gefährlich aus, wenn der Turm nicht auf H1 steht. Wenn der auf H1 steht, dann steht der ja schon perfekt. Aber tatsächlich ja, ist das gar nicht so, weil nach H5 ist das Problem, Weiß kann jederzeit wieder den Turm nach H1 ziehen. Und das schwarze Spiel ist hier irgendwie jetzt nicht so richtig weitergegangen. Ich habe jetzt Läufer D5 gespielt, das droht eventuell auf A2 zu nehmen. Es deckt auch E6, das kann auch nicht schaden, wenn Weiß hier irgendwie auf G6 und auf E6 reinknallen will. Und vielleicht kann ich auch einfach hier angreifen. Ja, Weiß hat den verteidigt und A5. Und jetzt folgte Springer B5. Und für alle, die ein bisschen trainieren wollen, ihr könnt hier gerne mal nachdenken. Ich habe hier absolut nicht die richtige Idee gesehen. So im Nachhinein hätte man das eigentlich finden können. Aber ja, ich war hier ein bisschen zu fokussiert tatsächlich darauf, dass ich irgendwann mal diesen Läufer auf G7 öffnen möchte. Ja, welches Feld für die Dame ist das Beste? Also meine ursprüngliche Idee war eigentlich Dame C6 und nach Springer D6 einfach A4 spielen. Aber hier hat mir Läufer E4 nicht gefallen, weil ich wollte eigentlich nicht, dass dieser Läufer getauscht wird. Und die Stellung ist auch recht unklar. Der beste Zug für Schwarz ist Dame C5. Das ist nicht so leicht zu verstehen, aber wenn man die richtige Idee sieht, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Der Punkt ist, Schwarz möchte einfach A4 und A3 spielen, B3 provozieren und dann soll die Dame in der Lage sein, nach C3 zu gehen. Und das geht eben nur von C5. Oder das geht von C5 am besten, sagen wir so. Ich habe Dame B8 gespielt. Das hatte auch eine Idee, nämlich der Punkt ist, dass in einigen Varianten, also wenn der Springer auf D6 landet, dann wollte ich Turm D8 spielen und dann vielleicht auf E5 schlagen, weil dann der Springer auf D6 eben nicht mehr genug gedeckt ist. Deswegen habe ich mich für B8 entschieden. Okay, meine Gegnerin spielte Turm E2. Sie möchte hier die Deckung des E5 aufrechterhalten und Turm H1 spielen. Okay, A4. Ich kann natürlich nicht einfach nur Weiß angreifen lassen, ich muss auch was tun. Und jetzt kam Turm H1. Und auch hier hatte ich einige Möglichkeiten. Ursprünglich wollte ich hier Turm A5 spielen. Aber dann dachte ich, okay, sie konnte Springer D6 spielen und ich dachte auch, der Springer will dahin. Warum sollte ich das jetzt provozieren? Aber hier gibt es auch eine nette Taktik. Nach Springer D6 kann man hier auf E5 schlagen. Der Punkt ist, die Dame darf nicht wieder schlagen, weil nach Läufer schlägt A2 geht sie verloren.
Und wenn die Dame nicht wieder schlagen muss, muss der Turm schlagen und dann gewinne ich natürlich den Springer auf D6. Hier kommt aber auch noch ein wichtiger Punkt. Nach H schlägt G6, F schlägt G6, geht Läufer schlägt G6 nicht. Warum? Gleiche Taktik. Wir nehmen auf E5 und Läufer A2. Und ja, Schwarz gewinnt die Dame zurück und sollte die Partie gewinnen. Man hat noch ein bisschen technisch zu tun, aber es sollte nicht allzu schwer sein. Das heißt, Turm A5 wäre gut gewesen. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Ich habe noch überlegt, F5 zu spielen. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas komisch aus. Aber die wichtige Idee ist, dass der Bau auf E5 hier gefesselt ist und deshalb geht E schlägt F6 en passant nicht. Und nach H schlägt G6 möchte ich natürlich nicht wieder nehmen, sondern H6 spielen. Aber hier hat mir irgendwie nicht gefallen, dass Dame F4 kommt und zum Beispiel nach B3 einfach Turm schlägt H6. Ja, der Computer ist hier eiskalt, der schlägt auf C2 und natürlich schlägt man hier nicht auf H6, was Weiß sehr beim Angriff helfen würde, sondern man schlägt auf E5 und die Stellung ist okay für Schwarz. Aber auch hier wieder, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und ja, vielleicht einfach mal so zwischendurch, weil ich ja auch immer will, dass man bei den Videos ein bisschen was mitnehmen kann. Das war ein ganz, ganz typischer Fall von: Ich wusste, ich stehe auf Gewinn, oder ich wusste, ich stand mal auf Gewinn und ich habe es nicht geschafft, objektiv zu bleiben, sondern ich wollte immer weiter diesen Gewinn finden, obwohl hier die Stellung, die ist schon sehr gefährlich. Also hier muss Schwarz schon aufpassen und hier sollte man sich eben mit weniger als einem ganz klaren Gewinn zufrieden geben. Und ich bin mir sicher, dass es auch vielen von euch in Partien schon passiert. Und ja, wir sehen mal, wie das weiterging. Ich habe hier Turm D8 gespielt. Die Idee war gut, die Umsetzung war nicht so toll. Ja, gucken wir mal. Also der Punkt ist, wenn der Springer auf D6 auftaucht, kann ich vielleicht immer schlagen oder eben auf E5 schlagen. Meine Gegnerin schlug auf G6 und nach H schlägt G6 spielte sie Dame H4. Hier hätte tatsächlich Läufer schlägt G6 funktioniert, was, ja, also ich habe das gerechnet, aber sehr schlecht. Meine Idee war nach Dame G6, also Weiß möchte irgendwie Turm F2, Dame H7 spielen, ich wollte Dame B6 spielen. Und das Problem ist, dass trotzdem Dame H7 kommt. Und okay, dann kommt eben nicht Turm F2, sondern Turm F1. Und wenn Weiß den G7 nimmt, ist es natürlich völlig vorbei. Auf B5 nehmen hilft auch nicht. Schwarz wird hier einfach schneller matt. Ja, es kam Dame H4. Und auch hier für die von euch, die selbst nachdenken wollen, haltet einfach das Video an und überlegt mal, was ihr spielen würdet. Ich habe hier einen der besten Züge gefunden, aber es gab tatsächlich einen, der war noch viel besser. Und den habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Also erstmal, was muss man hier feststellen? Die Dame auf H4, die steht eigentlich nicht optimal. Hier kann man auch ausnutzen, dass der Turm auf D8 steht. Der kann sich vielleicht mal auf D3 opfern, weil dann auch der B5 hängt. Hier hängen die weißen Figuren etwas aneinander. Jetzt ist die Frage, wie wird man diesen Läufer los? Eine erste Idee war Läufer schlägt G2. Aber nach Turm schlägt G2, Turm schlägt D3 ist das Problem, dass Weiß hoch nicht wieder nimmt, sondern einfach Dame H7 Schach spielt. Und nach König F8 haut Weiß auf G6 raus. Der G7 hängt, deswegen muss man im Prinzip schlagen. Und jetzt nach Turm F1. Nach Turm F1 wird Schwarz wieder als erstes matt gesetzt. Das ging also nicht. Ja, und die Alternative für mich war dazu einfach Läufer schlägt A2. Den habe ich auch gespielt. Aber, ja, wie die Engine mir verraten hat, der beste Zug ist A3. Und ich dachte, hä, was kann die Idee sein? Ja, ich habe es gar nicht verstanden. Der Punkt ist, dass jetzt nach B3 Läufer schlägt G2 geht. Die Idee ist, dass nach Turm schlägt G2, Dame schlägt E5 diese Diagonale geöffnet wurde und Weiß jetzt im Prinzip das Matt auf B2 nicht verhindern kann. Und Weiß ist natürlich zu langsam, um selbst Matt zu setzen, weil das Schlagen auf G6 ist ja kein Schach. Und deswegen gewinnt Schwarz hier. Ja, also A3 wäre sehr stark gewesen. Ich habe Läufer A2 gespielt, das ist auch kein schlechter Zug. Und ja, hier kam König schlägt A2, B3, König B1 und auch hier. Hier hat man zwei Möglichkeiten. Man kann auf C2 schlagen oder auf D3 schlagen. Was würdet ihr machen? Auch hier haltet gern das Video an, wenn ihr wollt. Und hier habe ich mich wahrscheinlich etwas schnell entschieden, weil ja, ich habe einfach eine sehr wichtige Idee nicht gesehen. Die ist aber auch nicht ganz trivial. Also das Problem war auch hier wieder, nach Turm schlägt D3, schlägt Dame schlägt B5 und Dame C4. Mir war die Stellung nicht so klar und ich war immer noch so in diesem Film, ich stehe ja auf Gewinn, ja, es muss irgendwas gehen für mich. Aber das mit dem auf der Gewinn stehen, das ist schon so lange vorbei. Hier sollte ich einfach nach guten praktischen Chancen suchen. Und ich würde sagen, also man muss natürlich die Damen auf dem Brett behalten. Schwarz kann hier nicht schlechter stehen. Also man hat diesen Läufer, der D-Bauer ist schwach, man hatte mal A3 Ideen, der weiße König ist in jedem Fall schwach. Schlechter steht Schwarz hier nicht. Weiß muss sich verteidigen. Das ist ganz klar. Ich habe auf C2 genommen. Die Idee ist auch nicht schlecht, aber mal wieder, Weiß hat Ressourcen. Nach Turm schlägt C2, Turm schlägt D3 hängt der Springer. Und jetzt ist die Frage, wo soll der hin?
Meine Gegnerin stellte den nach D6. Das sieht nach dem logischen Zug aus. Aber tatsächlich gewinnt Springer C7. Also ich habe den nicht mal in Betracht gezogen während der Partie. Nach Turm A7 folgt Dame H7 und Springer schlägt E6. Das ist der Punkt. Deswegen muss der Springer nach C7. Und nach schlägt Turm F2, zum Beispiel Turm F7 schlägt, schlägt Turm F1, ist wieder das Problem, Schwarz wird als erstes matt. Okay, zum Glück hat sie das nicht gesehen und Springer D6 gespielt. Und hier muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein, als man denkt. Also nach der Partie habe ich mit unserem Trainer gesprochen, der fragt, ja, warum spielst du nicht sowas wie Dame B3? Aber hier wird Schwarz auch matt. Schach, König F8, Springer F7, erstmal droht nichts, also A3 und Springer G5. Jetzt droht Turm F2 und das Problem ist, nach A2 kann man zwar den Turm gewinnen, aber nach Turm F1 wird wieder Schwarz als erstes matt gesetzt. Deshalb habe ich mich entschieden, die Qualität zu geben. Es hat ehrlich gesagt auch geholfen, dass ich dann einfach zwei Bauern für die Qualität habe und diesen starken Läufer und der weiße König steht super schwach aus. Aber es ist alles nicht so einfach. Sie spielte Dame E4, Dame A6 und Turm C1. Okay, Turm B8, vielleicht kurz, es droht hier, Dame schlägt A8 und dann Turm C8. Das würde eine Menge Material tauschen und ja, mit den Bauern am Damenflügel möchte ich das nicht. Also wären die beiden bereits vom Brett runter, würde ich ganz gern Läufer und drei Bauern gegen Turm und einen Bauern spielen, aber mit den beiden Bauern am Damenflügel eben nicht. Deshalb Turm B8, Dame F4, okay, Turm F8, der Turm hängt. Und Dame C4. Ich habe Dame A7 gespielt, Dame B4. Ja, und hier habe ich die wichtigste weiße Idee plötzlich ja, übersehen, vergessen, wie auch immer, weil vorher habe ich eigentlich verstanden, Weiß möchte mit Turm C8 den Turm tauschen. Und hier sollte Schwarz, denke ich, einfach Dame A8 spielen. Und ja, also die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Es ist jetzt alles recht unklar, aber ich denke, das kann man ganz gut spielen. Stattdessen habe ich Läufer F6 gespielt. Das ist noch kein grober Fehler, aber es ist eben auch nicht optimal. Der Punkt ist, jetzt kommt Turm C8 und hier bin ich jetzt völlig zusammengebrochen. Auch vor allem, weil mich das überrascht hat. Und auch das vielleicht kleiner Tipp an euch, wenn euch ein Zug überrascht, versucht ja kurz euch Zeit zum Runterkommen zu nehmen. Also wenn ihr nur 30 Sekunden auf der Uhr habt, ist es natürlich schwierig, aber wenn ihr noch ein paar Minuten habt, dann ja, atmet irgendwie tief durch oder guckt mal kurz woanders hin, dann müsst ihr schauen, was für euch funktioniert. Aber es ist wichtig, dass man da nicht zu impulsiv reagiert, so wie ich hier. Also tatsächlich, wenn man hier auf C8 nimmt, und König H7 spielt, also ganz wichtig, nicht König G7, das sieht dann schon sehr gefährlich aus, sondern König H7. Dann ist zum Beispiel Dame F8 nicht so schlimm, weil Läufer G7 kommt. Und hier wird man erstmal nicht matt. Und wenn Weiß sowas wie Dame F4 spielt, hat man Läufer G7, Dame H4, Läufer H6. Sieht alles nicht schön aus, aber nach Dame F6 hat man Läufer G7 und ja, Weiß hat eine leichte Initiative, aber es sieht jetzt nicht, also ich sehe keinen Weg für Weiß, wie man jetzt hier irgendwie schnell durchbrechen kann. Und dementsprechend ist das in Ordnung, ja, also es wäre besser, wenn das nicht passiert wäre, aber die Stellung kann man spielen. Ich habe stattdessen Läufer E7 gespielt und der gibt im Prinzip sofort auf, weil nach Turm schlägt, König schlägt, Dame C3, droht matt. Und die Frage ist, ja, was soll man spielen, ja? Das Problem ist dann nämlich auch, dass auch sowas wie Turm H1, Turm H8 matt ist. Und sowas wie F6 will man nie spielen, dann wird der König zu schwach. Deshalb habe ich Läufer D6 gespielt, aber nach Dame H8. König E7, Dame H4 ist das Problem. F6 darf man nicht spielen, weil die Dame verloren geht. König E8 und König F8 darf man wegen Turm C8 nicht spielen, also muss ich König D7 spielen. Und nach Dame F6 habe ich keine Möglichkeit, den Bauern auf F7 zu decken. Und ohne den Bauern ist es natürlich nicht mehr so toll. Ich habe jetzt noch Läufer E7 gespielt und Dame D4, damit nicht Turm D1 kommt. Aber meine Gegnerin hat das jetzt auch ganz souverän verwertet. Sie spielte Dame F3, König E8, damit eben keine Fesselung kommt. Turm D1, Dame C4 und jetzt Dame D3. Ja, greift den G6 an, greift die Dame an und droht eventuell auch Dame D7, Turm F1. Deswegen muss ich hier im Prinzip schlagen. Und auch hier wieder, die Stellung wäre vielleicht gar nicht so katastrophal ohne diesen beiden Bauern, aber der A-Bauer geht verloren. Und das ist ein Problem. Wir gucken den Rest der Partie jetzt noch recht schnell an. Läufer C5, Turm C3, Läufer D6 und ja, Turm C4, A3. Natürlich schlägt Weiß nicht, sondern spielt B4. E5, König A2. Ich habe jetzt auch den König aktiviert, aber sie hat hier auch den einfachsten Gewinnplan gefunden. Auch ein Zeichen von guter Technik. Ich bin sicher, hier gewinnen mehrere Sachen, aber sie bringt einfach erstmal ihren König vor meine Bauern. Und erst danach lässt sie den B-Bauern laufen, weil dann muss man keine Angst haben, dass ja, ich auf irgendeine Art und Weise den Läufer opfer und sowas wie König und Bauer gegen Turm Remis ist oder so. Wenn der weiße König vor den Bauern steht, dann gibt es gar kein Problem. Ich habe Läufer E7 gespielt. B5, Läufer D8, Turm C8, Läufer B6 und nach Turm G8
Läufer D4 schlägt König C5, König E4, habe ich den B-Bauern genommen. Und auch hier, Weiß muss nicht auf E5 nehmen, aber es ist der einfachste Weg. Das Bauernendspiel ist natürlich um Meilen verloren, der läuft ja einfach durch. Aber ja, wenn ich nicht nehme, dann ist es natürlich auch verloren. Deswegen habe ich hier aufgegeben. Ja, das war eine sehr schmerzhafte Partie. Nicht nur, ja, weil ich echt eine sehr überlegene Stellung total dämlich verloren habe, sondern auch, weil es der Mannschaft einen Punkt gekostet hat. Also zum Glück nur einen Mannschaftspunkt und keine zwei, weil ehrlich gesagt sah es ja eine ganze Weile so aus, als wenn wir das Match einfach verlieren, denn Katharina an Brett 4 stand auch völlig auf Verlust die ganze Partie. Sie konnte aber ihre Partie zum Glück noch ins Remis retten, sodass wir dann immerhin 2-2 gespielt haben. Wir führen die Tabelle noch an, punktgleich mit einigen anderen Teams, also es ist noch alles drin. Aber ja, natürlich ist es immer sehr unnötig, Punkte einfach so wegzuschmeißen, gerade wenn man sie quasi so geschenkt bekommt. Die, ja, das muss man besser verwerten. Aber ja, ich glaube, das ist natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch lehrreich sein kann, was alles so schief laufen kann bei der Vorteilsverwertung. Theorie ist immer einfach, in der Praxis ist es nicht ganz so einfach. Und ich glaube, wir haben hier einige wichtige Punkte gesehen. Also einmal, man sollte nicht versuchen, so zu sicher zu spielen. Ich wollte zum Beispiel am Anfang nicht den Turm tauschen, weil vielleicht geht mehr. Aber am Ende habe ich eigentlich nur dafür gesorgt, dass ich immer weniger hatte, als eigentlich möglich war. Und dann später, wenn man, also es kann natürlich passieren, dass irgendwas schiefläuft und man den Vorteil wieder verschenkt, dann muss man aber bereit sein, umzuschalten. Man muss bereit sein, dann eben auch ja, Remis in Kauf zu nehmen oder auf Ausgleich zu spielen. Aber ich habe hier viel zu lange einfach auf Gewinn gespielt, ja. Und das wirkt sich natürlich in der Entscheidungsfindung aus, weil wenn ich denke, Remis reicht nicht, dann nehme ich eben nicht die Variante, die Remis ist, sondern ich suche irgendwas anderes. Aber wenn es quasi nichts Besseres gibt, dann führt das häufig dazu, dass man irgendeinen blöden Zug wählt. Und ja, im Prinzip ist genau das hier passiert. Ja, nach der Partie habe ich natürlich eine Weile gebraucht, um runterzukommen und mich zu erholen. Aber heute habe ich Pause und kann von meinem Zimmer aus Daumen drücken für den Rest des Teams. Die werden das schon schaffen gegen Kroatien und ja, dann sind ja noch 4 Runden und da werde ich auch sicher nochmal zum Einsatz kommen. Wir werden sehen, ob ich da noch Videos schaffe oder nicht. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Also 1 oder 2 werden sicher noch kommen. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Also ja, zumindest war sie vielleicht interessant. Ich vermute mal, dass die meisten meiner Zuschauer jetzt nicht unbedingt so gern sehen, wenn ich verliere. Das hoffe ich zumindest für euch. Aber ja, trotzdem wollte ich das zeigen, einfach weil ich auch glaube, dass man da recht viel draus mitnehmen kann. Und weil wir eben alle auch mal Partien verlieren, auch wenn wir eigentlich wissen sollten, wie es besser geht. Aber ja, das war's von meiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.